was euch. Kurz zu der Baustelle. Die Baustelle ist bei meinem Chef, da ist die Füllung schon relativ hoch. Deswegen gehört der Schirm weg quasi. Der Schirmbestand. Ja. Da ist die Bäume einfach alle gerade runter, schnell über Bruchleisten an, oder nicht alle weit, aber halt dann, wenn es mal hinkommt, dass es passt, schnell Bruchleisten an und hast dann runter gerade. Ja, es geht um das, dass die möglichst weit fliegen und am besten alle bis auf die Straßen runter kommen. Ja, dann brauchen wir ins auch nicht bergauf gehen, das gibt es uns umsagen. Aber ja, man sieht bei den ersten Bäumen, wenn das ein wenig fällt, dass die Kitten, also die Saugwölbe, nicht ganz zieht und hinter so ein wenig spießt. Das ist, weil ich relativ einen starken Grat habe, aber ich habe jetzt einfach mal ein paar hingehauen zur Rehorbert. Jetzt gleich den Grat runter und dann kann ich wieder normal weiter tun. Kommt drauf an, wenn man vorher nicht schaut, ob alles passt. Mein Auto hätte die Tacoflex gehabt, war ich schneller gewesen. Ja, die rechte Buche ist leider reingefallen. Und wenn die dann oben fahren und oben schwerfen, da kann ich nichts steuern. Ich bemühe mich eh. Aber rechts eine Buche liegt schon drinnen. Die kann ich leider nicht mehr umdrehen. Die ist da umgehängt. Ich habe es eh befürchtet, dass das auch so geht. Jetzt sind sie wegen dem verkehrten Funk, habe ich auch mitgenommen. Also ich nicht. Den verkehrten hat er mir gegeben, der geht nicht. Da haben einige Sachen über gleich auch nicht an, dann passiert das auch nicht. Ja, was ich noch sagen wollte, wenn man fahren möglichst schnell und trotzdem sicher einfach in die Richtung hinschmeißen möchte, wo sie hinfallen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man nur 15 Bäume da ganz schnell, was eh wurscht ist, sondern halt so wie da halt, von Baum zu Baum gehen, einen nach dem anderen runterhauen. Da spart man sich viel Zeit, wenn man keinen großen Fallkorb macht, weil, ich meine, abgesehen davon, dass man eine gute Schneide braucht, aber wenn der Fallkorb nicht zu groß ist, es sind einfach zwei Schnitte und sonst habe ich nur einen Schnitt. Und wenn ich zwei Schnitte mache, brauche ich da oben zu lang. Das heißt, je kürzer, je kleiner das der ist, umso effizienter schneide ich, weil ich weniger Holz weggeschneiden muss. Ja. Trotzdem schauen, dass die Bruchleisten gescheit rausgekommen ist. Was noch? Ja, und wie gesagt, Bruchleisten anschneiden. Das warten, dass er fällt, und wenn man sich sicher ist, dass er dort hinfällt, wo er hinfallen soll, dann die Bruchleisten anschneiden. Aber wie gesagt, es ist. Ich bin nicht verantwortlich für das, wenn ihr das dann ausprobiert, wenn euch da was am Schädel fällt, dann seid ihr dann selber schuld. Aber so funktioniert es halt da bei uns und so dann halt wir. Nicht nachmachen, schon gar nicht, wenn ihr 14, 15 Jahre alt seid und euch aber cool fühlt. Wie gesagt, schaut, dass ihr mal ein wenig Erfahrung habt. Und wenn ihr dann so, weiß ich nicht, 20 Jahre alt seid oder wenn ihr halt schon einmal 2 Jahre hauptberuflich seid, dann kann man sowas dann nicht machen. Je nachdem, wenn es dann halt anfängt. Ich bin halt eigentlich ein Sportler, weil ich ein wenig länger in die Schule gegangen bin. Und es gibt da halt schon mit 18 angefangen, ja, die sind halt mit 20 schon top drauf. Aber nicht da glauben, ein 15-Jähriger, der kann kein Profi nicht sein, oder 16-Jähriger wird ihn auch. Also von was soll das denn kennen? Es kommt von der Routine und mit dem Alter haben wir das noch nicht. Da geht man halt in mehrer Zeit noch in die Schule. Unbedingt aufpassen, gell? Das sind lauter Vorhänge da jetzt. Einmal leichter, einmal schwerer, wenn es starke Vorhänge sind. Haltebandel machen, dass euch da nichts ins Gesicht hupft. Und trotzdem, wenn man das Haltebandel macht, dann fängt der Bandsführer an, hat man noch halbe Zeit, dass man nachher Bruchleisten nachnimmt. Jetzt geht es leicht aus. Bei leichten Vorhängen und wenn man gute Schneid hat, ja nicht dann fürchten. Wenn er dann ein wenig knackst, ja nicht Schnee aufhören, weil dann weißt du erst recht, weil die Bruchleisten zu stark ist. Aber wenn er dann das Fallen anfängt, dann muss ich sicher, passt das, haut schon hin. Und dann voll draufhalten. Ja, nicht aufhören zum Schnee, weil die Bruchleisten muss schmäler werden. Je schmäler als die Bruchleisten ist, umso passt das noch gut. Dann reißt es meistens nicht auf.
Meistens so. Aber wenn jetzt von den 100 Bäumen 5 aufgerissen sind, ist es mir auch wurscht. Wir werden da dann nicht von Nierholz machen, das meiste ist Faserholz gesagt. Alles passt soweit. Ja. Sicherheit geht vor, schaut auf, Tiere isst. Müsst ihr euch natürlich alles zuerst anschauen, auch abschorfen von Nachbarbaum, sau gefährlich. Und wenn da irgendwo eine Gefahrensituation auftreten kann, weil die Krone halt dann woanders anstreift, dann ist zum Überlegen, ob man sich das nicht erspart mit dem Buchleisten anschneiden. Dann geht das halt nicht bei dem Baum. Ja? Also das kann man nicht immer machen. Das geht nur, wenn wirklich alles passt, wenn man sich zu 1000% sicher ist. Und was auch dazu kommt, warum muss ich dann nicht unbedingt bei jedem Baum weggehen? Es ist da so steil, dass die Bäume sowieso wegspringen. Die längen da, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, entweder sie rutschen sowieso bis auf die Straße runter oder sie springen mindestens 10 Meter weg von mir. Da ist nicht die Gefahr, dass der aufspringt und nochmal auf Seiten kippt, also auf Seiten hupft und dann auf mich drauf oder so irgendwas. Ja. Nur, dass das, wenn es dann wieder heißt, rückweichen, weiß der Herr, was freilich macht man alles. Aufpassen wegen die Äste halt, aber wenn man Anfänger ist oder einzelne Bäume im Jahr umschneidet, dann ist es auch wichtig, dass man das alles einhält, wenn man die Routine hat und das auf Leistung arbeitet, das jeden Tag macht, dann ist es wichtig, dass man sich überlegt, wie bringt man am meisten weiter. Trotzdem, immer im Hinterkopf gehalten, Sicherheit geht vor. Und unbedingt eine gescheite Schneid haben. Eine gescheite Schneid und schnell schneiden, das spart auch ganz viele Risse. Und das Video, was ich die Tag gemacht habe, da wo es einen Baum zerrissen hat, wo ich gesagt habe, es war eine Gefahrensituation, war die Bruchleisten schmöler gewesen. Oft war das wahrscheinlich auch nicht passiert. Oh,